In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, was die Grenzkosten bzw. die Grenzgesamtkostenfunktion ist und wie du diese ganz einfach berechnest. Moin Moin zusammen, heute schnacken wir über die Grenzkosten bzw. die Grenzgesamtkostenfunktion. Beides dasselbe, nur andere fancy Begriffe. Grundsätzlich, wie du die Gesamtkosten bzw. Kostenfunktion ermittelst, die muss dafür nämlich gegeben sein. Video unten in der Beschreibung reinziehen. Danach kommst du wieder her und wir machen das gemeinsam. Ich habe jetzt hier schon die Kostenfunktion und hier auch eine andere. Und die Grenzkostenfunktion ermittle ich, indem ich einfach die Kostenfunktion ableite, nach meinen typischen Ableitungsregeln. Naja, das abgeleitet ergibt 3. Falls du ableiten noch nicht kannst, auf meinem Kanal gibt es eine Playlist mit 51 Videos oder sogar mehr, da erkläre ich jede Ableitungsregel, die es gibt. Auch hier, wenn ich das hier ableite, mein 10x plus ln, Klammer auf 4x plus 1, Klammer zu, plus 350, wenn ich das ableite, habe ich meine Grenzkostenfunktion in dem Beispiel. 10x abgeleitet ergibt 10. ln, wie leite ich es ab? 1 geteilt durch 4x plus 1 mal das Innere abgeleitet ist 4. Das mache ich jetzt ganz im Schnelldurchlauf. Und 350 ist eine normale Zahl, abgeleitet fällt weg. So, und dann habe ich hier eine Grenzkostenfunktion von 10. 4 ziehe ich nach vorne, also steht da 4 geteilt durch 4x plus 1. Geil. Also so kriegst du im Endeffekt aus der Gesamtkosten- oder Kostenfunktion die Grenzkostenfunktion. Jetzt weiß ich natürlich auch, ja, was bringt mir der Blödsinn? Die Grenzkostenfunktion repräsentiert deine weitere Kosten für jedes weitere Stück, was du produzierst. Wie jetzt würdest du so vor der Klippe stehen. Was passiert, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe? Was passiert, wenn ich 5 Teddybären produziere? Also setze ich das hier ein, ist gleich 3. K von 5 ist gleich 3, da ist kein x drin, darum ich setze es aber ein, kann ich aber nicht. Das bedeutet, wenn ich 5 Stück produziere und ich produziere noch einen mehr, dann habe ich mehr Kosten von 3 Euro. So kannst du es dir vorstellen, das ist so an der Grenze, wie geht es denn noch eins weiter? Und auch hier, in dem Beispiel hier, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein produziere? Was passiert, wenn ich dann noch ein und top ein, an eine Grenze weitergehe? Und das ist 10 plus 4 geteilt durch 4 mal 1 plus 1. Und das ergibt 10,8. Das bedeutet, für das nächste, wenn ich jetzt 2 produziere, habe ich mehr Kosten in Höhe von 10,80 Euro. So kannst du dir das Ganze vorstellen. Also nochmal kurz und knackig, was ist zu beachten. Die Grenzkosten oder die Grenzgesamtkostenfunktion ist einfach nur die Ableitung deiner Kostenfunktion mit den ganz normalen Ableitungsregeln und repräsentiert eben dann, wenn ich dann für x das einsetze, wie viele ich produziere, 1, 5, 300, mir egal, dass die Zahl, die da rauskommt, 3 oder 10,80, das sind die Mehrkosten, 1 on top, wenn ich 1 mehr davon produziere. Gut. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.